Wir sind zurück in Casablanca, Durchgang 2 des Auftaktspiels beim Weltpokal 2018. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Marokko führt zur Halbzeit gegen Kolumbien durch das Elfmetertor von Nordin Amrabat. Es gab in der Halbzeit lautstarke Chöre für den Torwart, für Munir, der mit einigen Paraden hier das Tor bislang noch sauber gehalten hat. Nordin Amrabat, ein Schuss, ein Tor, das war der Elfmeter und das war das 1-0 für den vermeintlichen Außenseiter dieses Auftaktspiels gegen einen WM-Teilnehmer, Viertelfinalisten in Brasilien. Nächste Chance! Hat nicht viel gefehlt. Innenverteidiger Da Costa mit einer der wenigen Chancen bisher für die Marokkaner. Es war vor allem Munir, der es aber auch grandios gelöst hat. Insofern vielleicht schmeichelhaft, wenn man die Offensivleistung vergleicht. Auf der anderen Seite aber auch ein exzellenter Torwart bei den Marokkanern, der in dieser Form sicherlich einen großen Teil dazu beitragen kann, dass Marokko die Gruppenphase übersteht. Die nächsten Aufgaben sind Nordirland und Russland in dieser Reihenfolge, Kolumbien andersrum. Wunderschön gespielt mit Dira. Ziyech! 2-0 durch Ziyech. Das ist tatsächlich das nächste Tor für Marokko. Was ist denn hier los? Die Flanke wird länger und länger. Und dann steht da der Mann von Ajax. Dann steht da Ziyech und macht das 2-0. Hakim Ziyech trifft gefühlt in jedem zweiten Spiel. Etwa 50% ist seine Quote. Das Tor verstehe ich jetzt nicht. Ospina mit Eigentor. Vielleicht sehen wir es nochmal in einer Zeitlupe. Für mich war es ein klares Tor von Hakim Ziyech zum 2-0 für den Gastgeber. Jetzt wird es richtig, richtig spannend hier in Casablanca. Boussoufa. Wieder Ziyech. Und Cuadrado und Arias dazwischen. Kolumbien muss irgendetwas machen, um Munir vor allem auch zu überraschen. Das wird schwer genug. Bakka jetzt vielleicht mal für Falcao Munir. Cuadrado. Gleich der nächste Anlauf. Wieder mit Falcao. Wieder gegen Munir. Das ist der Anschluss. Jetzt ist es passiert. Radamel Falcao macht das erste Tor für Kolumbien. Weil er wieder durchläuft, weil er diesmal die Nerven behält. Lange wartet gegen Munir. Klarer Fehler in der Verteidigung bei Benatia. Der Falcao einfach durchlaufen lässt. Und Munir hat dann in dem Fall mal nicht seine Hände dran und kann in dem Fall mal nicht grandios halten. Es war das erste Mal, dass Munir nicht dran kommt. Bei vielen Chancen, trotzdem führt Marokko noch. Kolumbien ist aber da, hat jetzt gezeigt, dass sie hier nicht diesen Torwart einfach nicht überwinden können. Es gibt einen Wechsel bei Marokko. Nabil Diragit und Zakaria Labiat kommt, spielt in Utrecht in der niederländischen Liga und ersetzt Dira von Fenerbahce Istanbul. Und der Wechsel ist offensiv. Mittelfeldspieler auf der rechten Bahn rein für einen offensiven Verteidiger. Das war Dira. Jetzt also deutlich weiter nach vorne. Das, was Marokko zumindest mal, was die Aufstellung betrifft, suggeriert. James, nicht zu stoppen.
Bakker. Munir vor Falcao. Zierich, Busufa, Laviat gegen Rames. Freie, schöne Flanke! Und fast Aziz Bouadous. Es war abseits. Okay, hätte nicht gezählt. Habe ich auch kurz mal nicht rausgeschaut. Richtige Entscheidung. Es wäre natürlich kein Tor gewesen. Wechsel auf beiden Seiten. El Ahmadi geht. Boufal kommt bei Marokko. Und bei Kolumbien geht Aguilar. Und das ist mit der 5 Wilmar Barrios, der bereits angesprochene Mannschaftskollege von Frank Fabra bei den Boca Juniors. Boufal, siebter Einsatz, spielt in Southampton in der Premier League. Ersetzt El Ahmadi von Feyenoord. Gute Stunde gespielt. Kolumbien wird allmählich etwas stärker. Unsicherheit bei Munir. Gut gegangen. Zierich. Buffal, der neue Mann, Feier. Bouadous. Vorteil ziehe ich. Bouadous. Raus zu Amrabat. Bouadous. Und wieder Amrabat. Aguilar. Murillo vor Aziz Bouadous. Erste gelbe Karte für Carlos Sanchez. Kartenregel gilt natürlich auch wie immer. Gelbe Karten werden mitgenommen. Nach der zweiten gibt es eine Spielpause. Niemand kann allerdings für das Finale aufgrund von Gelbkarten gesperrt werden. Die werden nach dem Viertelfinale auf Null gesetzt, sodass jeder, der nicht gelb-rot oder rot sieht, im Finale dabei ist. Eckstoß, Boussoufa. Oh, schön weiter, Bakker, Laufduell. Munir macht das gut. Das erste Mal draußen gefordert, nachdem der Ball wunderschön verlängert wird für Carlos Bakker. Aussetzer Bouadous gegen 3. Kann man besser spielen. Rames.
Falcao. Quintero kam bei Kolumbien, das muss bereits nach dem Tor gewesen sein. Bacca, schön gespielt, Quintero! Zwölf Minuten plus Nachspielzeit im Grand Start de Casablanca. Und es wird ein erster Krimi bei diesem Weltpokal. Es werden viele Spiele, 64 in den nächsten vier Wochen. Wir sind unglaublich gespannt auf dieses Turnier, was Marokko zeigen wird. Als Gastgeber, auch als Mannschaft, ein erster Einblick heute, der wirklich positiv ausfällt. Egal wie das hier ausgeht, sie haben sich richtig stark präsentiert. Vor allem mit dem Torwart, mit Munir. Und es laufen die letzten 10 Minuten im Auftaktspiel. Marokko führt gegen Kolumbien. Das als nächstes gegen Russland spielt. Und das kann schon entscheidend werden. Russland morgen gegen Nordirland. Buhadus. Amrabat gewinnt das Laufduell tatsächlich. Arias unsicher. Gegen Ziyech. Einwurf für den Mann von Ajax. Arias, Quintero, Fabra, Arias, rausgeköpft. Das wird jetzt das sein für die letzten Minuten. Nochmal Barrios, wieder entschärft. Rodriguez hängen geblieben an Bussofa, der es jetzt natürlich erstmal nach vorne lösen muss. Amrabat gegen Fabra. Wird da heftig gehalten, geht aber weiter mit Amrabat, der das Laufduell wieder für sich entscheiden kann. Und holt den Eckstoß. Das war ganz stark von Nordin Amrabat, der hier gegen Fabra den Standard provoziert. Es beginnt jetzt die 90. Minute hier in Casablanca, in dem Stadion, in dem in vier Wochen alles mit dem großen Finale zu Ende sein wird. Und das heute ein spektakuläres, emotionales Eröffnungsspiel erlebt. Ospina draußen. So, der Blick von allen im Stadion geht zur Seitenlinie. Noch ist die Anzeige nicht oben. Die wird gleich hochgehalten vom schottischen Assistenten. Wie viel wird draufgelegt? 3 Minuten. Einwurf Feier. Buhadus. Für mich das einzig Richtige, zur Eckfahne zu gehen und es zumindest ein bisschen zu provozieren, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Ospina mit dem nächsten Fehlpass. Ziyech. Nochmal Ziyech. Geht nur noch raus, geht nur noch zur Eckfahne, zur Seitenlinie. Nächster Einwurf, Ziyech geht zum Ball. Buhadus. Spielt aus. Ziyech, Einwurf Kolumbien. Die letzten Sekunden laufen beim Auftaktspiel des Weltpokals 2018. Marokko führt und hat
nochmal einen Freistoß. Dann muss es Hand gewesen sein. Und so allmählich wird das klar, was hier alle erhofft haben, was alle seit Wochen erhofft haben, seitdem die Gruppen ausgelost wurden, dass genau das geschieht. Marokko wird das Eröffnungsspiel gegen Kolumbien vermutlich gewinnen. Die Frage ist nur noch mit 2-1 oder vielleicht doch mit 3-1. Nochmal Freistoß, nochmal ein ruhender Ball. Ziehe ich der Mann für die Freistöße, wird auch den treten. Bouadouz in der Mitte. Labiat abgelegt für Ziyech. Abstoß aus Pina. Und jetzt hat Marokko das Auftaktspiel des Weltpokals mit 2-1 gegen Kolumbien gewonnen. Was für ein Ergebnis im Auftakt. Für mich der Mann des Spiels, der Torwart Munir, der das in so vielen Situationen im ersten Durchgang bravourös gemacht hat. Das 2-0 kurz nach der Halbzeit durch Ziyech. Amrabat hat das erste Tor gemacht per Elfmeter. Es gab den Anschluss für Kolumbien. Durch Radamel Falcao, es hat trotzdem nicht gereicht. Ein tolles Ergebnis, ein für dieses Turnier sicherlich auch motivierendes Ergebnis für Marokko bei den nächsten Spielen, für die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien. Es war der perfekte Auftakt für den Gastgeber. Marokko schlägt Kolumbien mit 2-1 und wird damit große Chancen haben, am nächsten Spieltag bereits gegen Nordirland oder mal gegen Russland zum Gruppenabschluss dann das Weiterkommen perfekt zu machen. Sie haben einen Riesenschritt getan, um das erste Ziel zu erreichen. Das war das Achtelfinale zu erreichen als erste afrikanische Mannschaft bei einem Weltpokal 2015 in England. Alle fünf in der Gruppenphase raus. Marokko hat einen großen Schritt getan, das dieses Jahr zu ändern. Das war das erste Spiel, der große Auftakt in Casablanca. Morgen geht's weiter mit dem Spiel Nordirland gegen Russland. Die Gruppengegner der Gruppe A in Marrakesch. Weiter dann mit Kamerun gegen Schottland, Belgien, Chile, das Topspiel zur gleichen Zeit morgen Abend und dann spät noch in Casablanca, im neuen Stadion von Casablanca, nebenan hier Argentinien gegen Südkorea. Das war's nach diesem stimmungsvollen Auftakt, hat richtig viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf 4 Wochen in Marokko, freuen uns auf den Gastgeber, freuen uns auf viele weitere tolle Spiele, verabschieden uns jetzt mit vielen Grüßen aus Casablanca. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend aus Marokko.